Ich wollte mal hier so eine Dingens noch mal bauen, exotische Tiere. Und gucken, ob die wieder aggressiv werden. Ah, hier ist wieder eine neue Challenge. 15 Minuten, das kommt so gerade noch hin. Oh Gott, da brauchen wir aber ganz viele Technologiepunkte. 3 Mountain Patches. Was? Wie soll das denn funktionieren? Kann ich das einfach so hochziehen jetzt, oder was? Geht dadurch jetzt nichts kaputt? Ah ja. At least 3 times. Was soll das denn heißen? Okay, aber hier ist was kaputt gegangen. Das heißt, hier muss Mineralien hin. Sonst bringt das da alles nichts. Und wir können dem Ganzen auch mal... Ne, können wir nicht. Können wir das mit dem machen? Können wir auch nicht. Der hat sowas nicht. Mit dem... Lohnt es nicht? Ne, kann man nicht. Okay. Was brauchen wir noch? Wir brauchen ganz viel Wells und Technologiepunkte, wo wir momentan auch nicht so gut dran sind. Hier haben wir zwar ganz gut Technologiepunkte, aber das hier ist noch nicht so ganz. Da möchte ich auch mal direkt das hier anwenden. Reicht das jetzt so? Wir sind Danger 5, okay. Wegen den Schildkröten oder was? Haben die jetzt Danger 5 wegen den Schildkröten? Nature is looking great, but there are not many further developed natural sources. Remember that you can transmute sources by upgrading them with the right aspect ability. For example, blueberry transmute. Ja, das habe ich schon verstanden. Das Problem ist, das funktioniert hier nicht so gut. Ich setze jetzt hier nochmal das hier hin. Bis wohin geht denn die Stadt? Bis hier. Setzen wir da noch Mineralien hin. Und ich wollte eigentlich auch mal... Ne, wir können das mal anders machen. Gerade hier... diese Tiere mal aussetzen, gucken, was dann jetzt passiert. Einfach mal schauen. Okay, wir kriegen gerade Essen. Das ist ja eigentlich nicht das, was ich jetzt haben wollte. Aber naja. Wir können jetzt essen. Wells. Handaspekt. Wo ist denn der Handaspekt? Leaf, Fruit, Hand. Ja, haben wir natürlich nicht. Weil wir den Desert Ambassador jetzt gerade nicht hier haben. Der ist ja hier oben. Na, klasse. Das ist ja Herz allerliebst. Dann holen wir mal hier den Tree of Life einfach mal rüber und das geht natürlich nicht. Die wollen das alle nicht so machen, wie ich das will. Was brauchte das jetzt hier nochmal? 65, 75. Ja, geil. Dann kann ich die ja eigentlich wieder wegmachen. Dann muss ich dann die anderen wieder ansetzen. Upsa. So, das sieht doch schon besser aus. Jetzt brauchen wir natürlich auch nochmal das hier. Was war das denn nochmal? Ich glaube, das war... Das war... Waren das Herbs? Ich glaube, das waren Herbs, ne?
Gucken wir mal. Nein! Ach verdammt, ich Idiot. Das bringt gar nichts. Da müssen wir, glaube ich, das drauf machen. So, dann kriegt das nämlich jetzt diesen Bonus. Ah, Essensbonus. Kann ich den wieder wegmachen? Ich will das wieder weg haben. Ich Idiot, ich habe wieder das Falsche genommen. Kann ich das jetzt einfach überspielen? Ich mach das jetzt einfach mal. Ja, geht einfach so. Sehr gut. Und wo ist hier mein... Da ist der, da kommt der Große. Du machst jetzt die Symbiose mal drauf. Danger liegt immer noch bei 5. So, jetzt kommen hier diese Kakti. Da machst du jetzt nochmal dein Ding drauf. Jetzt bin ich bei 11. Wieso bin ich hier bei 21? Ach so, wegen 2 angrenzenden. Das heißt, da muss ich im Prinzip auch nochmal diese exotischen Tiere hinmachen, damit ich da nochmal mehr Technologiepunkte bekomme. Und dann muss ich ihm auch wieder... Ach, das geht jetzt nicht? Warum geht das denn jetzt nicht? Ach so, das war das Falsche. Wer war das denn jetzt nochmal? Du selber. Okay. Hauen wir da nochmal dieses Ding rein. Rüsten das auf und geben dem Ganzen nochmal einen mit. So. Jetzt haben wir 58 als Maximum, brauchen 75. Das läuft ja wunderbar. Das heißt, der Steingolem soll da auch mal überspielen. Oh, ho, ho, ho. So, jetzt sind wir bei 66. Das reicht aber immer noch nicht. Da fehlen ja dann immer noch 9. Da kann ich noch was reinmachen. Ah, okay. Da können wir also nochmal upgraden. Und die hier auch nochmal. Ah, jetzt fangen sie wieder an, oder was? Jetzt wollen sie wieder kämpfen. Was ist los mit denen, ey? Wie kann ich den jetzt davon abhalten? Kann ich das einfach so machen? Ah ja, so mache ich meine eigenen Pflanzen kaputt. Ist ja geil. Da könnten wir aber eigentlich theoretisch nochmal den Rocktypen hinstecken und dann nochmal das dahin bauen. Regenerieren die sich auch wieder? Sieht irgendwie nicht so danach aus. Oh, das scheint wohl was gebracht zu haben. Ich müsste doch auf jeden Fall diese Desert Stripes jetzt gemacht haben, oder? Müsste ich doch wenigstens einen Erfolg bekommen, oder? Ach, das kann man sich auch da oben anzeigen lassen. Das ist ja praktisch. Das wusste ich nicht. Na kommt Leute, haut mal da ein bisschen Technologien rein. Wir haben nicht mehr so viel Zeit. Also das ist schon hier hart am Limit, würde ich mal sagen. 5 Minuten. Na, könnte knapp werden, aber wie viel habe ich da oben noch? 7 Minuten. Naja.
Das ist gar nicht so einfach, sich da so die ganze Zeit drum zu kümmern. Was ich noch nicht so ganz verstehe, ist, wie man Danger wieder abbaut. Wie kann ich denn deren Greed Growth verhindern? Ich verstehe das nicht. Das habe ich irgendwie in dem Tutorial entweder noch nicht mitbekommen oder es wurde auch nicht erklärt. Was? Ah, ein Desert Ambassador ist gekommen. Dann können wir den mit... was wollte ich haben? Ich wollte diese Handdinger haben, ne? Hierfür. Was brauche ich dafür? Crystal. Swamp Ambassador. Swamp und Forest. Forest Desert. Hand, genau. Das wollte ich haben. Hier, nimm dir den. Schwupps. Und jetzt können wir den hier handeln, oder was? Probieren wir das doch mal. Was? Haben wir nichts, wo wir eine Hand einsetzen können? Was soll das? Ich habe doch gerade eben geguckt, da brauchte ich doch irgendein Handding für. Habe ich das jetzt schon wieder weggemacht? Aber die anderen... Doch, der hätte hier noch was gehabt. Noble. Jetzt sag mir nicht, ich brauchte Noble. Ne, irgendwie auch nicht. Aber gut. Ich bin eigentlich schon mal ganz zufrieden, wie ich hier so die Stadt aufgebaut habe. Komplett ohne Nahrung, will ich mal dazu sagen. Außer Wheat, da ist auch Nahrung. Keine Ahnung, aber ich kann es irgendwie nicht... Keine Ahnung, kann ich nicht zuordnen. Wealth, wie es auch immer ausgesprochen wird. Aber wir haben gleich eine Desert Area mit 150. Das gibt wenigstens schon mal einen Erfolg. Ich glaube nicht, dass ich auf die Schnelle noch einen zweiten hinkriege. Könnt ihr mal probieren. Soll er da mal ein bisschen Futter hinbringen? Danger immer noch 13. Wie auch immer ich das runterkriege. Das habe ich noch nicht so ganz verstanden. Gut. So, da haben wir jetzt ein bisschen Nahrung. Die können wir... Moment, ich guck mal gerade. Alles klar. Also, wir haben jetzt hier unsere zweite Stadt aufgebaut. Kann man hier auch anzeigen lassen. Und die will natürlich ein bisschen wachsen. Und das wollen wir denen natürlich auch ermöglichen. Und die wollen jetzt auch das erste Projekt bauen. Mit 30 Nahrung wollen die haben. 30 Nahrung. Und die Symbiosis. Blueberry or Strawberry. Wie kam ich denn jetzt nochmal am Blueberry ran? Das waren Herbs. Ne. Ich probiere jetzt einfach hier neben nochmal Früchte zu platzieren. Ich gucke jetzt einfach. Ich teste jetzt noch ein bisschen rum. Doch. Blueberry. Und das ist Strawberry. Und die gegenseitig geben sich hier die Punkte. Besser Fruit. Fruit Aspekt. Haben wir ja nicht. Da bräuchten wir den Forest Ambassador. Und den kriegen wir erst, wenn das Gebäude hier fertig ist. Ich lasse das jetzt mal gerade so. Ich würde sogar sagen, dass wir hier auch nochmal Blaubeeren bauen. Müsste das doch eigentlich... Genau, dann müssen wir das jetzt hier aufrüsten. Und dann kriegt das hier wieder mehr. Plopp. Nicht?
Strawberry. Sind das keine Strawberry? Doch, das sind doch Strawberry. Wieso funktioniert das denn jetzt nicht? Kann mir das mal einer erklären? Wieso das jetzt nicht funktioniert? Blueberry oder Strawberry? Und da steht Apple Tree, Dandelion. Naja, egal. Wir sind jetzt bei 31. Das ist doch schon mal genau das, was wir haben wollten. Aber ich glaube, die Zeit reicht dafür nicht mehr. Wir haben ja gerade mal 2 Minuten Zeit. Die sind immer noch bei 13. Es scheint jetzt also gut gewichtet zu sein. Dann können wir hier hinten eigentlich mal ein paar Tierchen pflanzen. Dadurch müssten wir wieder Food bekommen. Das ist Minerals. Da ist Food. Ach, da steht sogar Food and Danger. Ah, jetzt verstehe ich das langsam. Das heißt, wenn man zu viel mit diesem Danger arbeitet. Na, Logo. Zap! Und hier hat auch was funktioniert. Okay, wenn wir da jetzt noch Blaubeeren hinbauen, müsste das nochmal mehr geben. Das versuchen wir mal. Das hat hier zumindest gut funktioniert. Wenn hier also Animals in der Nähe sind, gibt das 15 Nahrung. Und das Ganze hier sieht auch sehr gut aus. Wir haben jetzt einen Forest Ambassador bekommen. Und ich würde sagen, wir machen diesen Fruit Aspekt. Nehmen also direkt mit dem Typen hier den auf. Ach, können wir nicht, weil da schon ein anderer drauf sitzt. Ah, ich verstehe. Man kann also maximal 4 Leute haben. Was macht er denn bei dir? Crystal Aspects? Das klingt eigentlich auch nicht schlecht. Wobei, Moment, was haben wir denn sonst noch zur Auswahl? Wer hat denn noch keinen drauf? Der Steintyp hat noch keinen drauf. Exotik. Exotik. Wir nehmen mal Exotik. Sehr gut. Kriegen wir hier noch eine 100 hin? Niemals, oder? Ah, unsere Giganten verlieren ihre Energie und schlafen in der nächsten Minute ein. Sehr witzig. So, hier war Apple Tree. Lesser Fruit. Kann ich ja aber nicht. Das heißt, wir könnten hier theoretisch noch das machen und die hier aufrüsten. So, machen wir einfach mal. Das kann man ja eigentlich immer machen. Aber das darf ich nicht machen. Hand. Da machen wir mal Hand-Aspekt. Das jetzt macht. Ach so. Schlafen die jetzt ein oder was? Oh, die schlafen ein.